Die AfD darf vorerst doch nicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet werden. Das Kölner Verwaltungsgericht entschied, dass erst ein Eilverfahren abgeschlossen werden muss. Die rechtspopulistische Partei hatte das Gericht selbst angerufen, um einer Überwachung auf Bundesebene zu entgehen. Vor kurzem war bekannt geworden, dass der Inlandsgeheimdienst die AfD als Verdachtsfall hochstuft. Darüber hatte das Bundesamt die zuständigen Behörden der Länder intern informiert. Der Verfassungsschutz hatte zwar zugesichert, sich bis zum Abschluss des Eilverfahrens vor dem Verwaltungsgericht nicht öffentlich zu äußern. Für einfache Mitglieder galt diese Zusage aber nicht. So war die Information an die Öffentlichkeit gedrungen. Ein Eingriff in die Chancengleichheit begründete nun das Kölner Gericht seine Entscheidung. Ein Inlandsgeheimdienst, der nichts geheim halten kann, spottete der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen über den Verfassungsschutz und dessen Chef Thomas Haldenwang. Mit Blick auf das Eilverfahren meinte er, dieses sei noch nicht entschieden. Gegen den Beschluss können die Beteiligten vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster Beschwerde einlegen. Gegründet wurde die rechtspopulistische Partei 2013. Nach der Flüchtlingskrise 2015 konnte die AfD bei Wahlen deutlich aufholen. Sie ist inzwischen in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Im Bundestag ist sie die größte Oppositionspartei. Allerdings verlor sie zuletzt an Rückhalt in der Bevölkerung.